Herzlich willkommen zurück bei Let's Play unterwegs in Duisterburg. Ich habe gerade eben in der Aufnahmepause nochmal den Kampf gegen Rizzalan gemacht, damit wir jetzt wieder an dieser Stelle hier sind. Hat ja beim letzten Mal nicht ganz geklappt, als Kaninchen nach Duisterburg zu kommen. Aber gut, wie gesagt, viel gefehlt hat ja eh nicht mehr. Ein Hüpferchen übers Zäunchen und dann wären wir schon bei der Zwischensequenz gewesen, die wir auch gesehen hätten, wenn wir als Xynthia nebst Gefolge verkleidet hochgelaufen wären. Aber gut, nichtsdestotrotz sind wir jetzt wieder hier. Wenn wir jetzt wieder abwarten, würden wir wieder Kanickel werden. Aber diesmal schlagen wir einfach zu. Und Rizzalan ist besiegt. Das hat den Vorteil, dass wir jetzt diesen Weg gehen können nach Duisterburg. Zur Burg Duisterburg, Schloss Duisterburg, wie auch immer. Ja, und somit stehen uns jetzt noch zwei Möglichkeiten offen. Die dritte als Kanickel funktioniert jetzt logischerweise nicht mehr. Jetzt schauen wir uns aber erstmal hier drinnen um. Und dann gehen wir auch nochmal zu den Orks. Puh, da schwimmt ein entsetzlich aufgequollenes Kanickel drin. Ah, stelle ich mir eklig vor. Das kann man nicht lesen. Kann man hier noch was machen? Geht auch nichts. Okay. Gut, dann gehen wir. Der Kampf gerade eben ist übrigens besser verlaufen als beim ersten Mal. Auch wenn Tarius ziemlich angeschlagen war. Das war mal wieder der Vorführeffekt. So, dann gehen wir jetzt nochmal zu den Orks und sagen denen Bescheid, was Rizzalan angeht. Wir hier halten Wache, damit nicht böse Feinde über uns herfallen. Ich Großkämpfer sei, ich mal werde sein Häuptling. Hier sein unser Futterlager, lecker Spinnen und Ratten. Wir hier wachen über Warge, gut Freund von Orken und gut Fressi. Wenn frech sein, dann ihr bald Futter für Warge. Nix miserabel schieß, nur Witzle mache. Ja, ich trau dir schon zu, dass du das machst. Ich pass auf Fangene auf, damit nix haue ab, klar? Klaro, wir haben kapiert. Was hat der Bursche denn angestellt? Auch nix weiß. Auch egal. Hauptsache Wache halte. Ach so. Na dann viel Spaß noch. Der ist wirklich noch blöder als seine Kumpels. Ah, ich große Wache. Ihr hier nix rumlaufen dürft, wie euch alle zu... Mus? Achso. Wie euch alle zu Mus machen, Maden, Würmer und Affen. Jetzt mal halblang, du Speckfresse. Wir arbeiten schließlich für deinen Chef. Speckfresse, Alter, was ein Wort. Ach, sag doch gleich. Du weitergehen. Ich nix deinen Chef von Wache. Du reden mit Chef. Du bloß aufpasse. Finger weg von großer Häuptling, sonst du Matschehaufen. Ich Leibwache, Häuptling sage, ich schlage. Und? Böser Magier schon tot? Jawohl, ging fast wie von selbst. Ihr tatsächlich mache kaputt, böse Magier? Na, wenn ich's dir doch sage. Wenn du's nicht glaubst, geh doch rüber und sieh selbst nach. Nix nötig. Großer Häuptling von der Orken dir glaube. Du könne gehe und nix mehr Angst habe müsse vor orkische Kochtopf. Ich hab nie Angst vor euren Kochtöpfen gehabt. Gibt's keine Belohnung oder sowas? Oh, wir nur ganz arme Orken sein. Nix viel habe Zeug zum Belohne. Große Kämpfer. Aber Orke werde immer dein Freund sein. Na, das ist ja auch was wert. Ich schau bei Gelegenheit wieder bei dir vorbei, Häuptling. Ihr wolle kaufe schöne Sach? Orken haben viel Beute. Ach so. Besitzen tut ihr nichts, aber verkaufen könnt ihr. Na, zeig mal, was du hast. Magietränke. Oh, dann hätten wir uns den Weg in die Ostmarken sparen können. Na gut, dann nehme ich nochmal einen kleinen Vorrat mit. 40 Stück.
Elixiere können wir uns ja leisten. Nehmen wir auch ein paar mit. Nur für den Fall. Riechsalz nehmen wir auch noch ein paar Mal mit. Ich weiß nicht, ob Dankbarkeitsfähigkeiten da immer helfen. Heilt alle negativen Zustände. Auch da ist ein kleiner Vorrat nicht verkehrt. Ach, guck mal, Giftlangschwert. Ein klassisches Schwert mit vergifteter Klinge. Kriegsstab. Equip. Okay, den hat Libra schon. Bastardschwert. Haben wir alles schon. Ist alles nicht so. Ach, guck mal, Stahlhelm. Na, den kaufen wir uns. Gute Kunde. Könne immer wieder kommen, so liebe Orke. Das wollte ich jetzt nicht. Ausrüstung. Eisenhelm. Stahlhelm. Ach ja, die anderen können ja keine... Stimmt, stimmt. Die können ja keine schweren Helme tragen. Naja. Habe ich gerade richtig gesehen? Nee, habe ich nicht. Okay. Kurz überlegen. Ja. Dann bin ich... durch, glaube ich. Fertig. Müsste ich jetzt sein. Gut, dann können wir jetzt, aber nochmal genau überlegen. Ich will nichts vergessen. Das war knapp. Ich denke, jetzt haben wir erstmal Ruhe. Okay, der Satz gehört da eigentlich nicht hin. Der gehört dahin, wenn man sich entschließt, anstatt mit den Orken zusammenzuarbeiten, einfach alle Orks zu töten. Dann kommt dieser Satz normalerweise, wenn man alle Orks getötet hat. Weil irgendwie macht der gerade auch jetzt keinen wirklichen Sinn. Okay, ich denke mal, wir sind soweit durch und haben alles erledigt. Dann speichern wir jetzt nochmal und verziehen uns in die Höhlen. Und wir nehmen natürlich, wer hätte es gedacht, den längsten Weg, den man nehmen kann, aber auch den mit den meisten Erfahrungspunkten und mit der meisten Story. Dies muss der Zugang zu dem alten Fluchttunnel sein. Er führt direkt auf Schloss Düsterburg. Allerdings wurde er seit Generationen nicht mehr genutzt. Wer weiß, was für Kreaturen sich dort mittlerweile angesiedelt haben. Wird langsam Zeit, dass wir Warnfried in den Hintern treten. Egal, was für Gefahren hinter diesem Durchgang auf uns lauern, wir nehmen sie auf uns. Herz der Finsternis, Kapitel 5. Oder 4? Ich kann mir nicht merken, wie rum das ist. Na egal. Da steht was drauf. Kleintierfutter. Für die Henkersmahlzeit vermute ich. Stahlplatten. Keine Ahnung, wofür die verwendet wurden. Kupferplatten. Schau, schau, hier hat der alte Knochenmann seine Medikamente gelagert. Riechsalz. Wahrscheinlich hat er damit seine Versuchsobjekte wieder aufgepäppelt, nachdem er sie halb zu Tode gemartert hat. Ich habe gerade versucht, auf andere Gedanken zu kommen. Cool. Katzenstreu. Und drunter steht, auch für Kanickel geeignet. Die armen kleinen Hoppler. Es stinkt nach toten Kanickeln. Auf den Anblick kann ich verzichten. Jede Menge verrottetes Getreide. Das war's auch schon. Kleintierfutter. Gut, dann speichern wir nochmal hier. Dann gehe ich mehr zurück. Puh. Boah, zappenduster hier. Das haben Höhlen so an sich. Naja, zum Glück haben wir unsere Laterne dabei. Das sind also die alten Kavernen unter dem Stammsitz meiner Familie. Ich hoffe, ihr wisst, wo es lang geht. Nun, nicht wirklich. Ich hatte nie das Bedürfnis, mich in diesen düsteren Höhlen herumzutreiben. Aber wir müssen nach oben. So viel steht fest. Wisst ihr denn überhaupt nichts von dem, was vor uns liegt? Ein wenig.
Mein Vorfahr Dagobah war es, der die Höhlen zu einem Fluchtweg ausgebaut hat. Natürlich galt es zu verhindern, dass uneingeladene Besucher die Höhlen verwenden könnten, um sich auf dem Schloss einzuschleichen. Soweit ich mich erinnern kann, gibt es 3 Ebenen. Allesamt tödlich für jeden, der nicht weiß, wie er die Sicherheitsvorkehrungen umgehen kann. Hier auf der untersten Ebene wurden die Toshar ausgesetzt. Durch Magie erschaffene Kreaturen, unempfindlich gegenüber dem Zahn der Zeit. Sie fallen über alles her, was ihnen vor die Hörner kommt. Es sei denn, man kennt die magische Formel, um sie zu deaktivieren. Und wie lautet die? Das weiß ich leider auch nicht. Na, das fängt ja gut an. Ich hoffe, dass es auf den anderen Ebenen etwas friedlicher zugeht. Nicht direkt. Die 2. Ebene dient dem Zweck, die Toshare hier unten zu halten. Das heißt, sie sei nur durch Intelligenz zu meistern. Das sollte dann ja kein Problem sein. Zum Glück haben wir ja Dankwart dabei. Was mir wirklich Sorgen bereitet, ist die 3. Ebene. Sie wurde ausschließlich dafür geschaffen, alle Lebewesen zu vernichten, die den Versuch wagen, sie zu überwinden. Ich dachte, das soll ein möglicher Fluchtweg sein. Was hat man davon zu fliehen, wenn man die Tour sowieso nicht überlebt? Wenn ein Dengelbrak sein Erbe antritt, erhält er von seinem Vater die Unterlagen, in welchen dargelegt wird, wie man den Weg bestehen kann. Ach so, warum habt ihr das nicht gleich gesagt? In diesem Fall müssen wir ja nur diese Toshar überleben. Leider habe ich es nie für nötig befunden, mir die Aufzeichnungen einzuprägen. Bevor Warnfried kam, schien alles so sicher und friedlich. Na gut. Jetzt gibt's ohnehin kein Zurück mehr. Ja, Dankwart, du Schussel. Hier hatten wir doch schon die Toshar. Ich bin ein wenig arg skeptisch, muss ich sagen. Oh, wir werden hier sterben. Versuchen wir es einfach mal. Ich glaube nämlich, dass die gegenüber von meinem heiligen Gedöns alle ziemlich, okay, das geht. Ja. Okay. Uah, 63. Okay, also mit Dankwart und Tavius brauche ich eigentlich gar nicht wirklich angreifen. Dankwart brauche ich überhaupt nicht angreifen. Ich sollte mit Dankwart einfach nur heilen, am besten. Kann der jetzt bitte langsam mal sterben? Wunderschön, wie pimpfig dieses eine Lebenspünktchen da immer ist, wenn Dankwart angreift. Ach, das. Ja, doch, machen wir es einfach so jetzt weiter. Okay, die sind ganz schön hart. Aber die geben auch 1400 EP fast. Ich bin jetzt sicher, ich glaube. Im Laufen alle ist halt. Ja, gut. Ich versuche sie zu umlaufen, wenn es geht. Und wenn nicht, dann lasse ich mich halt auf den Kampf ein. In erster Linie versuchen wir aber jetzt hier einfach mal nur durchzukommen. Huch, da war ein Loch. V.
Vor allem, ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe eigentlich. Ich kenne mich hier unten überhaupt nicht mehr aus. Okay, da unten sind noch Troscharen. Da oben ist ein hässliches Viech. Da ist noch ein Troschar. Aha, Fallen. Ich bin auf einen Schalter getreten. Nichts passiert. Okay. Ja, wir wollen ja nicht in Fallen laufen oder sowas. Nochmal Riechsalz. Ach du Scheiße. Na toll, der Weg zurück ist jetzt natürlich... Gleich kriege ich was ab. Wetten? Ich sag's doch. Uff, das hat gesessen. Verdammte Axt. Die sind sogar recht hart, die Teile. Die ziehen verdammt viel ab. Okay, gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Da geht's nämlich nicht weiter hier. Oh, du Aas. Du Rabenaas. Es gibt auch... Stimmt, da fällt mir gerade was ein. Es gibt auch eine vierte geheime Ebene. Aber ich habe gerade nicht wirklich eine Ahnung, wie man zu der hinkommt. Wenn wir sie finden... Okay... Wenn wir sie nicht finden, dann... Naja, gut. Ist es nicht so schlimm. Oh, wir haben sie gefunden. Okay, das war Zufall jetzt. Allerdings mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass wir hier sang- und klanglos untergehen. Es gibt so ein gutes, kleines... Ding, dass ich das merken kann. Wenn man gegen die Toshar schon abkackt, sollte man hier auf dieser Ebene definitiv sich nicht umtreiben. Okay, versuchen wir es mal. Gegen Schnee waren sie, glaube ich, sehr allergisch. Und gegen Heiligschaden haben sie wahrscheinlich überhaupt nichts. Okay, doch, es juckt sie. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ach, jetzt habe ich einen falschen Zauberspruch gemacht auch noch. Naja, Gott, solange wir es überleben. Ich weiß schon, warum ich die Gegengifte mitgenommen habe. Nö, ich... Scheiße. Irgendjemand ist gerade... gestorben. Karius. Naja, gut. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Den erwecken wir gleich wieder von den Toten. Aber erstmal machen wir das Viech fertig, das letzte. Na toll. Mistvieh. Stirb doch endlich mal. Dankeschön. Boah, die geben ganz schön viele Erfahrungspunkte. Ja, die geheime vierte Ebene, die vollgestopft ist mit Aliens. Ihr müsst hier nicht durch. Also, wenn ihr zum Beispiel zu schwach sein solltet, könnt ihr die auch einfach links liegen lassen, die Ebene. Das Einzige, was es hier gibt, ist halt zusätzlichen Loot, irgendwelche Gegenstände und Geld.
Und sakrisch viele Erfahrungspunkte durch die ganzen Aliens, die hier rumgeistern. Und einen zusätzlichen Endboss noch. Was ist denn das für ein Ding? Sieht aus wie ein riesiges Ei. Wahrscheinlich reifen diese Wesen in solchen Eiern heran. Dieses ist dann auf jeden Fall schon geschlüpft. Gut, und ich würde mal sagen, was uns dann auf dieser Alien-Ebene erwartet, das seht ihr in der nächsten Folge. Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich wünsche euch auch viel Spaß weiterhin bei den ganzen anderen Folgen. Und bis zum nächsten Mal. Adieu.